Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatennomaden. Alter! Tom, du Verrückter! Was geht denn? Ist der wirklich darüber geklettert? Nein. Mit Öl in der Fresse. Geil. Bist du wirklich hier rüber gegangen? Ja, macht Sinn. What? Wie kommt er jetzt wieder rüber? Hoffen wir mal, dass deine Mama nicht guckt, oder? Willst du mir das Ding herwerfen? Das geht, ich fang's. Du musst nur bis hierher werfen. Was sagst du, Tom? Alles für den Shot. Boah, das ist eigentlich noch ein viel geileres, hat man hier das Screenshot raus. Yes! Ich geh weiter schneiden. Video ist fertig, es ist jetzt mittlerweile schon kurz vor 14 Uhr und nicht, dass ihr denkt, wir sind die vollen Faulenzer. Wir haben gestern bis 4, oder? 4. Ja, 4 ja. Uhr haben wir gearbeitet. Bis 4 Uhr haben wir gearbeitet und wir haben noch den Upload-Plan für die APC Online-Konferenz vom 20. bis 30. fertiggestellt, was an welchem Tag an den Start gehen wird. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, so jeden Tag voller Highlights. Das wird sick. Die ganzen Trailer, die bis dahin online gehen werden, die am 17. beginnen. Das heißt schon Ende der Woche, ich glaube am Sonntag oder sowas, geht schon der erste Trailer online. Richtig geil. So, während Tom sich jetzt an seinen zweiten grünen Smoothie in seinem Leben versucht, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Ich habe noch hier Grünes geholt. Muss ich etwas Trauriges mit euch besprechen. Und zwar, unser chemisches Experiment von gestern ist leider fehlgeschlagen. Hier, Herr Jovi ist jetzt. Das sieht irgendwie traurig aus. Wir haben versucht, hier alles irgendwie zusammen und auseinander, aber nein, er ist immer noch total ölig und die Beine halten nicht und es hat eigentlich nichts gebracht. Und deswegen wird er jetzt beerdigt. Ich habe gestern einen neuen bestellt. Bäm, 45 Voice Messages, check, das hat gut funktioniert, Tom hat in der Zwischenzeit hier. Oh, Rübe wäre stolz auf dich, Tom. Ja, geil. Sieht übergeil aus. Und schmeckt vor allem auch überlecker und wir gucken wieder ein bisschen Casey Vlogs, was in letzter Zeit ja voll abhanden gekommen ist. Smoothie ist halb fertig. Kurz Break, ich krieg Besuch. Ja, hey Mann. Ganz oben. Ja, deine Kunde lacht. Ja, wir. Von Zentral. Hallo, ja. Hi Mann. Ich bin Tom. Janis. Hi Mann. So, jetzt wird hier das fette Setup aufgebaut. Janis hat hier eine Menge vorbereitet, auf jeden Fall sogar mit extra Licht. Geil. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt gerade einen kleinen Plan gemacht und legen mal los. Boah, das war ein cooles Interview, hat Spaß gemacht. Janis, magst du noch so kurz anreißen, wofür wir das eigentlich gemacht haben, worum es in deinem Kurs geht? Ja, in anderthalb Wochen geht mein Online-Kurs Easy Movie School Online. Mhm. In dem Kurs wird es darum gehen, wie man mit einfachen Mitteln professionelle Filme produzieren kann und die dann eben auch entsprechend vermarkten und ins Kino bringen kann. Geil. Das ist der Grundteil vom Kurs und in den Bonuslektionen, für die ich dich gerade ausgequetscht habe, wird es dann eben auch noch um so Themen gehen wie YouTube, Produktvideos oder auch professioneller ein Set ausleuchten und solche Geschichten. Sweet. Gibt es da jetzt schon eine Page, die wir verlinken können, wo man sich schon mal Infos holen kann? Oder genau, den Link gebe ich dir easy-movie-school.de. Cool, packen wir runter, checkt sehr, sehr gerne aus und ja, hat Spaß gemacht. War zwar übelst kalt und mir frieren die Hände ab hier, aber ich glaube, das war's fürs Ergebnis wert. So, Freunde. Gestern ist die Episode online gegangen mit meine 7 Lieblingspodcasts und ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich euch zwar verraten, so wen ich denn so verfolge, aber es macht doch eigentlich viel mehr Sinn, euch zu verraten, was meine Kriterien sind, warum ich bestimmten Menschen folge, weil wenn ihr die nämlich kennt, dann könnt ihr euch in Zukunft
selbst perfekt eure Leute raussuchen, die für euch passen und die euch weiterbringen, ohne dass ich jedes Mal vorstelle, was sind die Lieblingspodcaster, was sind die besten YouTuber, was sind die besten Instagramer und so weiter und so fort. Dann müsst ihr nämlich nicht mehr fragen, hey, wen verfolgst du denn, sondern könnt perfekt die Leute rausfinden, die zu euch passen. Und dazu möchte ich euch heute meine Kriterien vorstellen, nach denen ich auswähle, wem ich folge. Kriterium Nummer 1, wenigen Leuten folgen, aber dafür intensiv. Ich denke, ein großer Fehler, den viele Menschen begehen, ist, dass sie versuchen, alles zu konsumieren. Jedes Buch und jeden Podcast und alle YouTube-Kanäle in meinem Bereich abonnieren und dann überall mal so ein bisschen reingucken. Und was dadurch entsteht? Sie sind letztendlich viel verwirrter als vorher, weil, machen wir uns nichts vor, es gibt zu so gut wie jedem Lebensbereich gibt es Meinungen, die von ganz links bis ganz rechts, bis ganz oben, bis ganz unten, bis Mitte sich unterscheiden. Und es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen. Es gibt Leute, die sagen, mach dies und sie werden damit erfolgreich. Es gibt Leute, die sagen, mach das und werden damit erfolgreich. Und letztendlich sind wir super verwirrt. Und wir müssen genau die Herangehensweise finden, die zu uns, zu unseren Gegebenheiten, zu unseren Interessen, zu unseren Skills, zu unseren Vorlieben passt. Und deswegen empfehle ich jedem, sich wenige Leute rauszusuchen, wo ihr aber merkt, so, boah, das ist genau die Richtung, in die ich auch gehen will, und dann studiert die. Dann zieht euch alles von denen rein. Dann hört die Episoden mehrmals. Dann kauft euch alle Bücher. Dann geht zu den Workshops und ignoriert den großen Rest. Ich habe echt so ein paar Leute so in dieser Szene irgendwie, Gary Vaynerchuk, Tim Ferriss, Casey Neistat, Ryan Holiday, Lewis House, Marie Forleo, und dann hört es schon fast wieder auf, so das so als die großen Koryphäen in dem Bereich. Und ich ziehe mir nicht jeden rein, nicht jeden Podcast, der mir überall empfohlen wird, sondern die, die inhaliere ich richtig. Insbesondere Gary Vee, alles ziehe ich mir von dem rein, weil ich einfach merke, da ist so eine große Übereinstimmung. Kriterium Nummer 2, lebt der oder diejenige wirklich das, was er oder sie predigt? Wichtigster Punkt von allem. Ey, machen wir uns nichts vor. In dieser Internetwelt gibt es so viele Leute, die von morgens bis abends erzählen, so funktioniert das und so habe ich das gemacht und hier, so verdienst du Millionen und so nimmst du ab und so weiter und so fort. Und die das aber selbst überhaupt gar nicht leben. Ich kenne das aus der Schule von früher irgendwie. Da hat man einen Sportlehrer am Start, der ihm gesagt hat, hier, so funktioniert es mit dem Boxspringen und das ist die Technik und das und so wirst du, kriegst du mehr Ausdauer. Und dann guckst du ihn an und denkst so, der ist selbst super unfit. Warum sollte ich dem zuhören? Insbesondere hier, es gibt so viele Leute, die geben einem Ernährungsratschläge und sind aber übergewichtig. Leute, die sprechen über Business und sind aber selbst pleite. Und das sind dann genau diese Fälle, wo ihr merkt so, da geht Leben und Erzählen, das geht auseinander. Und das sind dann die, wo ihr sagt, okay, nee, das ziehe ich mir nicht rein. Da ist einfach so eine große Diskrepanz. Das macht keinen Sinn, weil letztendlich reden können wir alle. Wir können alle von morgens bis abends können wir erzählen, wie toll wir sind und was wir alles können und wobei wir Leuten helfen können. Aber wenn dann mal geguckt wird, okay, haben wir selbst die Resultate, die wir vorgeben zu haben, das schneiden dann nicht alle so gut ab. Also wählt genau danach eure Leute aus, die ihr verfolgt, ob sie selbst das leben, was sie erzählen, oder ob es nur heiße Luft ist. Kriterium Nummer 3, und das ist mir persönlich ganz wichtig, sie haben das perfekte Maß zwischen Motivation und Know-how. Und das finde ich selten. Und Menschen, bei denen ich merke, bei denen das intakt ist, da bin ich sofort dabei und verfolge das, was die machen, weil ich merke, okay, das bringt mich maximal weiter. Auf der einen Seite des Spektrums gibt es super viele Leute, die ganz viel Wissen haben, ganz viel Know-how haben und das aber auf eine Art und Weise rüberbringen, wo wir sagen so, ja, schön das zu wissen so, aber Bock dafür jetzt loszugehen, habe ich nicht wirklich. Das sind dann diese klassischen Tutorials im Uni-Style und so weiter. Davon gibt es Unmengen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch wieder ganz viele Leute, die sagen, ja, yeah, do it, du musst machen und go, 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 go. Und ich glaube an dich und du wirst die Welt verändern. Und aber da ist nichts Praktisches dahinter. Und bei beiden Fällen merke ich immer wieder, wie ich und wie ganz viele andere Menschen dadurch einfach nicht ins Handeln kommen. Im ersten Fall wird ihnen nicht das ganze Ding wässrig, der Mund wässrig gemacht, kriegen sie keinen Bock auf die ganze Sache. Und beim zweiten Fall wissen sie nicht, wie sie es konkret angehen wollen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf meine eigene Arbeit, dass ich es aus meiner Sicht ganz gut schaffe, diese Motivation und diese Know-how-Komponente eben durch Content und Vlog, durch die Live-Events und so weiter sehr, sehr gut miteinander in Einklang zu bringen. Und genau das sind die Menschen, nach denen ich auch Ausschau halte. Und da gibt es sehr, sehr wenige, aber wenn ich einen gefunden habe, dann hefte ich mich da dran. Und das vierte Kriterium, was ich noch mit euch teilen will, ist, ich schaue, ob die Menschen Symptombekämpfung machen oder ob sie an der Wurzel ansetzen. Und das ist enorm wichtig, weil es einfach so eine große Menge an Experten gibt, die sagen, hier, du musst nur diese Wunderpille und dann wirst du sofort abnehmen. Menschen, die sagen, du brauchst nur meine perfekte Strategie und dann wirst du direkt über Nacht reich. Und das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Das sind Dinge, die sind nicht nachhaltig.
immer, wenn wir Symptombekämpfung machen, wenn wir sagen, wir sind krank, wir nehmen jetzt mal diese Tablette, dann geht es uns vielleicht kurzfristig besser, aber langfristig kommen diese Probleme wieder. Deswegen ist es so wichtig, an der Wurzel anzusetzen. Und wenn ich von jemandem Financial Advice haben will und möchte, dass derjenige mich unterstützt beim Aufbau von Vermögen, dann suche ich mir jemanden aus, der eben verstanden hat und es mir genauso kommuniziert, dass es erstmal darum geht, Glaubenssätze über Bord zu werfen. Dass Geld vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass Menschen, die wohlhabend sind, vielleicht nicht automatisch irgendwie Betrüger sind. All diese Dinge, wo man jetzt sagt, so, ja klar, weiß ich ja, aber die oft so tief in uns verankert sind. Oder dass es irgendwie unmoralisch ist, mit dem, was wir lieben, Geld zu verdienen. Auch ein ganz großes Ding. Menschen, die darauf eingehen und die daran ansetzen, die am wirklich echt an die Wurzel gehen oder wenn es um Ernährung geht, die nicht sagen, hier, du musst das mit dem und so weiter, sondern die an die Wurzel gehen und mich fragen so, warum habe ich denn immer diese Gelüste auf Ungesundes? Was versuche ich denn damit zu kompensieren? Quasi jeden, der weiß, dass Persönlichkeitsentwicklung für jede Veränderung das A und O ist, wenn ich das merke, dann weiß ich, da habe ich echt jemanden gefunden, der hat es verstanden und der weiß nämlich, wie man langfristig Resultate bringt und er nicht nur kurzfristig meine Kohle haben will, durch meinen Kurs, durch das Coaching, durch das Seminar, wo ich hingehen soll, sondern der langfristig daran interessiert ist, dass es mir gut geht. Und das sind Menschen, die verstanden haben, es kommt auf die Wurzel an und nicht auf die Symptombekämpfung. Sag und schreibe einer Rosine. Tom, lass dir schmecken. Mal schauen, wie das schmeckt. Ich glaube, das wird super schmecken. Ich glaube auch, das wird richtig super schmecken. Boah, jetzt könnte man hier noch Crunch-Müsli drauf machen. Aber Crunch-Müsli mit Quinoa, meinst du, das schmeckt? Ich glaube, das ist geil, ich weiß es nicht. Okay, wir werden es ausprobieren. Ich probiere es erstmal so. Also, ich habe auf jeden Fall richtig Hunger, gerade den Newsletter rausgeschickt. Produktiver Nachmittag, sehr, sehr gut. Ich finde es geil. Ja. Aber es braucht die Rosinen, damit es geil süß ist, weil da ist ja nichts Süßes eigentlich gerade drin bei euch. Du musst die Rosinen essen. Bring mal die Packung mit, dann gucken wir mal. Nee, ich... Wenn, dann nehme ich jetzt hier den Industriezucker. Toll. Geil. 19 Gramm Zucker pro 100 Gramm ist mir zu wenig. Nee, ich glaube, lass dir schmecken, Toto. Ja, danke. Ich bin auf dein fachfrauisches Urteil sehr gespannt. Fachfrauisches Urteil. Ja. Hau raus. Oh ja, das ist echt bedarf noch etwas Süße. Eben. Deswegen sage ich, ihr müsst mit Rosinen essen. Oh, die Cherimoya. Jetzt gibt es die Cherimoya. Das ist das Ding. Ja, Alter, die ist richtige Butter. In Malaga kosten die so 10 Cent pro Stück und hier 1,50, aber die sieht gut aus. Schmeckt so voll vanillig und im Abgang schmeckt es ein bisschen nach V plus Kuruba. Nach Kotze. Echt? Ja, keine Ahnung warum. Na, das weiß ich noch nicht. Das ist deine ehrliche Review, Tom. No bullshit, please. Mhm. Two hours later. aber ja. Ich find's geil. Kennt ihr Cherimoya? Schreibt's mal rein. So. Magst du das? Also ich find's echt interessant. Ich glaub, okay. Das ist Codewort für ich Scheiße. Weiß, wie es schmeckt. Nein. Was ist den Rest? Wie schmeckt's? Also so, entweder Fruchtzwerge, Actimel oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ja. Nee, Actimel nicht, aber Fruchtzwerge. Ja, doch ein bisschen. Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Heute ist Interviewtag. Wir machen jetzt ein Interview. Worüber sprechen wir? Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ach so, ganz spontan? Ganz spontan. Das sind immer die Besten. Wollen wir einfach anfangen? Ganz spontan? Lass uns was machen. Ja. Ganz spontan. Guten Tag, wir sind beim WDR. Ach so. Wir müssen uns jetzt immer so drehen. Ach so, wir müssen so. Ach so, du machst gar nicht mehr mit. Hey! Können wir anfangen? Ja. Wir sind fertig. Nach 47 Minuten habe ich gerade erfahren. Vorhin meinten wir so, ja, Viertelstunde können wir schon machen. Ja. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich fand's cool. Wir haben auch gerade schon den Schlachtplan entwickelt, dass das Ding bis morgen online ist. Das heißt, ihr könnt euch jetzt angucken, als kleines zusätzliches Commitment für dich. Genau, machen wir. Bing. Und was mich interessieren würde, dadurch, dass du jetzt, wann hast du den YouTube-Kanal gestartet? Wie lange ist der jetzt unterwegs? Jetzt 2 Monate, glaube ich. Okay. Ich habe jetzt gar kein Datum im Kopf. Was ist deine Nummer 1 Erkenntnis bisher aus YouTube? Was ist eine Sache, die du vorher noch nicht wusstest und die du jetzt gelernt hast? Weil das ist, glaube ich, super interessant für jeden, der auch mit dem Gedanken spielt, jetzt einen Kanal zu starten. Hast du eine Sache, die du jetzt im Laufe der Zeit echt nochmal für dich so verinnerlicht hast, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest? Ich habe das Gefühl, dass ich nochmal realisiert habe, dass es wichtig ist, mit Menschen auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Und egal, wer vor dir ist,
immer auf Augenhöhe zu gehen und nicht irgendwie aus diesem Coaching-Gedanken heraus jetzt. Ja. Ich habe das nämlich auch dadurch, dass ich selbst Coaches habe, die ich so auch vielleicht ein bisschen idealisiere, habe ich mich dann vielleicht auch in diese Position gestellt. Und jetzt merke ich immer mehr, es ist viel wichtiger, die Community aufzubauen und einfach wirklich auf Augenhöhe und aus der Liebe heraus mit den Menschen zu reden. Sweet. Danke fürs Teilen. Voll cool. Mensch, wir sind die ganze Zeit am Arscheln. 11:45. Vorhin meine ich noch, heute bin ich mal um 12 im Bett. Es läuft. Wir haben uns auch gerade gesagt so, wenn man schon selbstständig ist und sein eigenes Ding macht, dann kann man auch einfach die eigenen Regeln... Jedes Tages. Die eigenen Regeln. Du musst auf der Tastatur. Scheiße. Der Tom, ist ja nicht neu. Wieder nicht beherrschen. Du hast neu. Geh mal weg. Ey, fast also, rückstandslos. Komm, den Rest musst du jetzt aber auch noch wegkriegen. Mhm. Komm, du kannst ja nicht jetzt nur ein Häufchen liegen lassen. Ein Häufchen? Du musst ein Häufchen liegen. Ja, dann lachst du dir jetzt wieder weg, ne? Na, Robert, lachst dir wieder deine Probleme weg, ne? Naja, so mache ich das auch nicht. Also, wenn ich diese Probleme hätte, würde mich ankotzen, besonders wenn das einer boah, verwischt. Alter, du fick dich mal. Ey, das geht jetzt echt nicht mehr raus aus der Tastatur, du Wichser. Guck mal. Ich glaube, wir sind ja auf YouTube, du darfst nicht so eine Ausdrücke verwenden. Ich bin mir unserer Zielgruppe leider gut genug bewusst und ich weiß, dass unsere Kernzielgruppe zwischen 18 und 54 liegt. Und ich glaube, dass sie sich schon... Das ist aber keine Kernzielgruppe, das ist jeder, Tom. Das hast du mit deiner Zielgruppenanalyse, glaube ich, irgendwie scheiße gebaut. Tja, du hast mich eingestellt selber. Gerti hat gerade den Arbeitsvertrag fertig gemacht. Ich glaube, ich sollte mir das nochmal überlegen, ob der wirklich anfängt hier. Oh, was für ein Festmahl. Lecker. Lecker Restemampf. Geil. Ihr Lieben, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann geht es irgendwann schlafen. Ich sag schon mal tschüss. Schreibt mir mal einen Kommentar rein. Ciao. Ja. Keine Kommentare schreiben, Robert ist blöd. Tom hat gerade... Nein, das machen wir nicht. Schreibt mir mal einen Kommentar rein. Schreibt mir mal einen Kommentar rein. Mach das nicht. Wonach wählt ihr die Leute aus, die ihr verfolgt? Was ist, gerne unabhängig von dem Podcast von gestern, eine Person, wo ihr sagt so, die finde ich richtig geil. Also nicht jetzt Tom, sondern ich meine jetzt so richtige Menschen so. Schreibt es mir mal rein. Ja, Superhelden gelten nicht, hast du gehört? Superhelden gelten. Tom, du darfst das Schlusswort heute sagen. Ihr lieben digitalen Tomatennummern, ich wünsche euch eine wunderschöne Gute Nacht. Okay, das reicht.